würde ich wohl treffen. Sagenhafte 4. Ins Bein von dem Hund. Mhm. Er reißt und schüttelt weiter an dir rum. Aha. Und du merkst, wie deine Knochen langsam nachgeben und spröde werden. An Doriel, Sturmsucher. Du könntest jetzt der Ferie in den Rücken schießen. Genau, aber er hat ja woanders hin gezielt und er wird jetzt auch erstmal diesen Pfeil da absetzen. Auf Alissa. Genau. Mhm. Steht jetzt mittlerweile nur noch 16 Meter von dir entfernt. Gut, das sind mehr als 15, das ist dann irrelevant. Aber sie hat sich ja eher langsam bewegt. Sie hat sich langsam bewegt, ja. Genau, deswegen würde ich da sagen, eine Ziege ist größer, ein 4 Schwert und ein Schuss. Ja, sieht gut aus. Ich vermute mal, sie wird da auch nicht groß ausweichen. Und einer der Bernsteinpfeile wird ihr Ziel suchen. Den Bernsteinpfeil direkt? Genau, ich hatte eben einen Bernsteinpfeil aufgelegt, als wir den Raum betreten haben. Deswegen ist der gerade aufgelegt. Und so. Wie viel Schaden machst du? Also plus 4. 1W6 plus 4? Genau, also 6. Mal 2 sind 12. Wenn Bernsteinpfeile mal 2 machen, dann... Gegen Blackerats Paktiere. Hervorragend. Beziehungsweise Dämonen und sie ist von einem Dämon besessen. Trefferzone, treff ich sie Schilder. In die Schulter. Und du kannst sehen, wie der Bernstein in sie eindringt, es zischt laut und ihr Fleisch verbrennt wohl. Das tun deine Pfeile normalerweise nicht, zumindest nicht, wenn du mit profanen Pfeilen schießt. Es kommt immer auf die Pfeile an. Aber ja, genau, ich wollte gerade sagen, du hast bestimmt auch Elementpfeile, ne? Ja, alles. Eigentlich ist Sandorin ein sehr bodenständiger Typ. Er lässt diesen Pfeil los, den Bogen lässt er über die Schulter fahren und macht gleich 2 Schritte vor, um in der nächsten Aktion möglichst noch den Magier an der Schulter zu packen und den, also eigentlich will er ihn da wegziehen und wegreißen, weil... Dann müsstest du dich bewegen, Aktion Position, 6 Schritt. Oder wolltest du Kasim wegziehen? Nee. Deferi. Ja, alles klar. Gut, so, dann bist du fertig und nach der 13, 14 Falk. Was für eine Waffe kämpft der Aurelian? Aurelian, der hat, glaube ich, auch nur einen Langdolch. Das ist sehr gut. Dann würde ich eine 2 Finterbeine probieren. Ja, er hat noch eine Parade. Wäre gelungen. Mhm. 1. Und das ist schlecht. Das ist ein freies Parieren. Das bedeutet, ich habe gleich wieder eine Attacke, wenn ich möchte, beziehungsweise eine zweite Parade. Ja, ich würde auch noch ein zweites Mal zustehen. Ja, dann mach das. Auch wieder Finte 2. Die ist nicht so gut. Okay, gut. Dann, er kann nicht umwandeln, auch wenn er das Auge von Blackerats hat. Und damit bist du fertig. 13, 14, Kasim. Ja, Kasim bewegt sich einmal nach hier. Mhm. Zum Hund. Und flankiert den Hund und gibt dem einmal volles Put drauf. Minus 3, das heißt plus 1, weil ich mich bewegt habe. Mhm. Und dann hole ich mir noch eine Finte und 2 Punkte Erschwernis für eine 1er Schadenserhöhung. Ich habe nämlich keinen Wuchtschlag als Sonderfertigkeit. Er kann ihn nicht ausweichen, der ist an mir verbissen. Achso, stimmt. Ja, nee, dann mache ich gleich 4 in Wucht. Das ist dann insgesamt plus 5. Wie viele Lebenspunkte hat Teferi noch? 7. Du weißt, wie sich das Sterben anfühlt. Du bist so oft schon gestorben. Tja. Und manchmal aber passiert. Dann doch lieber in der Kanalisation von Punin. So, ich habe 2 mehr Schaden. Das sind 10 magisch Elementareis. Mhm, okay. Ja. Teferi kann sehen, wie Kasim neben ihm herrennt. Und jetzt mit diesem fast schon gläsern aussehenden Schwert-Säbel einmal ziemlich heftig auf den Hund drauf haut. Und da, wo er ihn schneidet, halt effektiv so leichtes Splittern zu hören ist, weil es offenbar halt sofort eine schwere Erfrierung hervorruft. Okay, dann sind wir, glaube ich, alle fertig und wir gehen in die nächste Kampfrunde.
Alissa Carfink, getroffen von dem Pfeil in die Schulter, ein schmerzhaftes Aufschreien und die sechs Hörner fangen an zu glühen. Währenddessen hebt sie ihre Hände, bleibt wohl stehen, direkt in der Mitte des Raumes, und ihr könnt das Quietschen, das Knarren der Seelenmühle über euch hören oder dieses Windrades, was wohl hier in diesem Tempel von Thyakraman eingebaut worden ist, vielleicht von Galotta persönlich. Und ihr könnt sehen, wie drei Hashtots aus den Toren herausströmen und auf euch zu. Nächste Kampfrunde sind sie bei euch. So, das ist die Aktion von Alissa Carfink. Dann fangen wir an mit der Elf, Teferi. Okay. Teferi wird... Moment, der Hund ist immer noch an mir dran, ja? Ja, noch. Okay, ich glaube, ich habe keine andere Wahl, als auf den Hund zweimal einzuschlagen. Weil wenn er nochmal an mir beißt, deswegen habe ich dich ja, deswegen habe ich dich ja vorziehen lassen. Ich mache ihm 6 und 3. Linke Bein und in den Kopf. Und 3 in den Kopf, 20. Das ist, welches verdoppelt? Die 2, ne? Keiner. Wieso? Doch, Kopfschaden, die 20 ist bei mir verdoppelt. Achso, dann das sind die 3. Ja, 3 werden verdoppelt zu 6. 6, alles klar. Gut. Das war deine Aktion. Nach der 11 kommt Anduril. Ja, ich schnappe mir Teferi und reiß ihn nach hinten möglichst los von ihm und renne mit ihm weg. Körperkraft. Ja, das macht... Ich will meine zwei freien Aktionen noch benutzen. Blickkontakt mit dem Pilger der schwarzen Sonne, der sich für mich auf den Hund geworfen hat. Du bist gerettet. Behalte den Glauben. Kümmere dich nicht um mich! Ich greife mir den krabbelnden, blutenden, fast toten alten Magier auf dem Arm, mit beiden Armen, und genau, drehe mich mit ihm um und bin auch flink mit ihm möglichst schnell weg. Eine Gedärmschlinge reißt wohl noch, als der Hund ein letztes Mal zuschnappt. Das heißt, der Hund bleibt nicht dran. Der lässt dann los. Nee, der hat jetzt zufrieden eine Gedärmschlinge von Teferi durchbissen und irgendeine braun-rote Flüssigkeit, die sich da irgendwie als Schleifspur von ihm wegzieht. Aber der Hund schmatzt zufrieden und blickt dich jetzt an. Anduril hört Teferi noch sagen: Brust, Tasche. Nochmal Schaden? Ja, warum nicht? Er ist verbissen gewesen, 1W6. 7 LEP, das kann aber gut werden. Ja, auf 3. Mal schauen, ob ich kampfunfähig gehe. Moment. Um wie viel ist denn die Selbstbeherrschung erschwert, wenn man kein Eisern hat und unter 5 ist? Moment, ich kann das dir sagen. Ich hab dazu nämlich. Also, wenn du Eisern bist, dann klappt es automatisch? Das weiß genau, ich. Genau, aber wenn man es nicht hast, das habe ich mich letztens schon gefragt. So, das war Anduril. Falk. Gib dir gleich einen Link. Danke. Falk. Ja, ich möchte probieren, ihn jetzt endlich mal zu treffen. Ja, er möchte dich auch treffen. Eine Aktion, Stich, eine Parade. Das mache ich ähnlich. 3, das sieht gut aus. Er pariert, versucht zu parieren und das schafft er. Jetzt kommt sein Angriff. 17, nicht gelungen. Sehr gut, da habe ich doch gleich noch eine Parade für wen anders. Gut, dann, ich habe noch einen Pilger vom Haus der Schwarzen Sonne, mache ich jetzt aber noch nicht. Kasim. Der Hund macht Anstalten, als würde er mich angreifen wollen, oder? Der Hund macht Anstalten, als ja, er möchte dich jetzt angreifen. Vor allem über dir kannst du jetzt auch das weitere vernehmliche Knacken der Seelenmühle hören und auch das Flüstern und Schreien der Herrstotz in deinem Kopf. Zweier Finte, einser Schadenserhöhung plus 4 insgesamt Angriff auf den Hund. Einmal und einmal möchte ich parieren. Ich habe eine 2 Punkte automatische Finte auf dem Eisschwert. Dafür habe ich, Sternchen ausgegeben. Das heißt, seine Parade ist um 4 erschwert. Mach mal Schaden. So versuchst du halt mit Ausweichen. Ne? Er pariert ja nicht, er weicht ja nur aus. Du triffst. Ja. Schaden ist plus 1. Er ist auch nur ein Hund, der hat nicht so viele Lebenspunkte. Und damit kannst 12. du ihm den Kopf abschlagen. Und im Gegensatz zu der anderen Kreatur, die wohl von einem Dämon besessen war, wird er einfach so sterben, zusammenbrechen, ein letztes Quieken, was noch von ihm kommt. Was macht Alissa Carfink? Sie hat die Hände ausgebreitet und flüstert den Hashtots zu.
wenn du nach oben blickst, kannst du nicht nur drei erkennen, sondern wohl noch weitere Hashtots, die aus der Seelenmühle versuchen herauszuschweben. Es werden mehr und mehr und mehr. Das ist schlecht. So, das war Kasim. Dann haben wir noch meine übrig gebliebenen, den Pilger, der greift Abelmir an, zweimal. Er würde es einmal treffen. Ich würde einmal parieren. Mhm. Das sieht gut aus, dann kannst du noch angreifen. Wenn ich an ihm vorbei will, kriege ich einen Passierschlag richtig? Ja, genau. Mit einem Dolch, ne? Ist halt nicht so schlimm. Genau, mach mal. Ja, gut, dann läufst du an ihm vorbei. Acht, was ist dein erster Aufmerksamkeit? Yep. Das Schwert, glaube ich, um 5 oder 4 und verschwand, glaube ich, bei Aufmerksamkeit. Um 8, glaube ich. Oder um 10, wenn du Kampfreflexe hast. Nee, Kampfreflexe nicht, aber Aufmerksamkeit. Dann trifft er. Für 1W6 plus 3? 1. 1W6 plus 3 mit seinem Dolch. Ein Dolch hat noch einen 1W plus 1, leichter und schwerer. Nee, ein Langdolch plus 3. Sind 9 TP. Ich glaube, ein Langdolch auch irgendwas bei 1W plus 2, aber okay. 9 TP? Wohin? 9 TP in den Schildarm. Alles klar. Dann stehst du vor Alissa Kaffing? Genau, und nutze meine beiden Attacken auf sie. Du hattest eine Parade genommen. Ich hatte keine Parade genommen. Doch, du hast pariert. Ach ja, schon. Du hast einmal pariert und jetzt machst du eine Aktienposition. Okay, kann ich also nicht angreifen. Wenn du keine dritte Aktion hast, nicht, nein. Gut, das ist so. Okay, dann nächste Kampfrunde. Möchtest du vielleicht vorziehen? Ja, auf jeden Fall. Okay, die Hashtots greifen dich sonst an. 3 Stück. Ich weiß, ich möchte auch. Lass mich kurz überlegen. Ich würde eine Attacke machen und eine verkürzten Guardianum-Variante Schild gegen Zauber und Schild gegen Jungen. Das wird jetzt aber richtig brutal. Gut, ich würfel mal eine normale Attacke. Ja, plus 10. Geschafft. Ja. Sie verteidigen? Sie verteidigt sich nicht, sie benutzt Herrschaft über niedere Dämonen. Sie hatte schon 12 bekommen. In den Kopf. 19 in den Kopf wird nicht verdoppelt. Wieso? Weil nur die 20 verdoppelt wird. Ah, okay. Gut, das ist meine erste Aktion, die zweite Aktion, ja, verkürzt Zauberdauer und Schild gegen Dämon und gegen Zauber. Mhm. Wären plus 6 und verkürzt nochmal plus 3 und plus 9. Alles klar, dann 11. Das reicht aber nicht in einer Aktion, ne? Doch, der Galliaman hat 2 Aktionen Zauberdauer. Teferi, bist du stehen geblieben? Kannst du noch kämpfen? Nein, ich habe die Probe zur Kampfunfähigkeit nicht geschafft und ich werde für 5 Kampfrunden außer Gefecht sein. Mhm. Falls Anduriel auf die Brusttasche reagiert, wird er dort aber 3 Heiltränke finden. Okay. Und ich mir vielleicht einflößen mag. Anduriel, 13. Genau. Kurz die Frage, wie weit kann ich mit ihm rennen? Ich habe Geschwindigkeit 9. Ja, mit ihm, ich sag mal so 9, ne? Also also du kannst jetzt nicht auf doppelte oder dreifache Reichweite gehen. Das funktioniert nicht, auch wenn er dünn ist. Also ich komme jetzt quasi nochmal so weit, dann werde ich ihn auf jeden Fall hier runterbringen. Mhm. Das dann in einer Aktion, oder? Ja, was willst du denn sonst noch machen? Genau, sonst würde ich halt jetzt nach dem Heiltrank suchen. Aber mich halt so umdrehen, dass ich zumindest sehe, was beim Kampf ist. Da will ich aber eine Fingerfertigkeitsprobe für haben. Wenn das schnell gehen soll. Plus 2. Plus 2? Wow. Er hat ja 3 Heiltränke, da kann einer kaputt gehen, das ist gar kein Problem. Aber das ist genau geschafft. Ja, deine zittrigen Finger, gerade mit deiner Seele, die wohl gerade irgendwie aus deinem Körper gesogen wird, durch die Seelenmühle und diese Hashtots, die über dir kreischen und schreien. Der tote Teferi, er hat dich bezahlt, ja, es würde deine Söldner-Ehre angreifen und mit einem Ploppen kannst du den Heiltrank aufkorken und ihm dann langsam einflößen. Und ihn dann trinken, warte. So, nach der 13, 14 Falk. Ja, ich habe jetzt auf einmal 2 Gegner, da bin ich sehr dankbar für. Ich möchte nochmal probieren, Aurelian von Gidaskan mit einer freien Finte zu treffen. Ja. Würde gelingen. Okay, dann versuche ich zu parieren. 2, wieder gelungen.
Und dann greife ich dich an mit Orientieren. 11 gelungen. Darf schauen mal. Okay, sind ein sind 9 TP für dich. Sehr gut, ist unter der Schwelle. Und schauen wir mal nach. Der Pilger, greift er dich an? Ja, er greift dich an. Der Pilger würde dich auch angreifen zweimal. Einmal würde treffen. Ich glaube, du kannst nicht mehr parieren, kannst nur noch frei ausweichen, während noch einmal 4 plus 3 Schaden sind 7. Eingetragen. Gut, dann bin ich soweit fertig. Aber mir hat vorgezogen, nächste Kampfrunde. Wirkt der Guardian? Ist Kasim noch dran? Kasim ist noch dran. Ja, Kasim ist auch noch dran. Kasim ist dran, 15. Und nicht vorgezogen. Ja. Jawohl, eine Aktion. Aha, nee, ich habe nur 2 freie Aktionen, schade. Eine Aktion Bewegung nach hier. Und eine. Ja. Der ist flankiert, ist wieder minus 3. Flankiert ist von da minus 3, wenn du dich noch weiter rumstellst, minus 5. Stimmt, wenn ich in Aktion Bewegung benutze, ich komme von hier, dann mache ich quasi die Bewegung. Bewegst du dich hier an ihm vorbei, genau, minus 5. Er kann nicht parieren, er hat schon alles benutzt. Ja, minus 5. Das heißt, ich habe minus 1, weil ich mich bewegt habe. Das heißt, ich mache plus 6 für 3 mehr Schaden. Und das ist dann netto plus 5. Das ist geschafft. Gut. Und, Alter, 10 Schaden. Elementar Eis, ne? Ist, glaube ich, irrelevant, wenn er nicht pariert. Er bekommt einen Punkt Erschöpfung. Bleibt stehen. Ist aber deutlich angeschlagen. Nächste. Wirkt mein Kardianum-Frage. Die zwei Wege für 12? 12? Oh, du hast eine 12? Oh, ich wollte gerade sagen. So, warte, da muss ich kurz nachgucken. 11. Er kostet dich die doppelten ASP. Also, ja, er geht durch, aber doppelte ASP. Alles klar. Und dann nächste Kampfrunde. Teferi ist quasi tot. Das ist die zweite Kampfrunde, in der ich out of action bin, aber ich habe einen Trank geflüstert bekommen, ne? Gut, was ist das für ein Trank? D oder C? Oder? Das ist, meine ich, volle Lebenspunkte. Also ein E-Trank? Ja. Dann musst du auch gar nicht würfeln. Genau. Dann willkommen zurück unter den Lebenden. Bin trotzdem Kampf und Weg. Ja. Schmerz. Zweite Runde von 5, die ich Kampf und Weg bin, diese Runde. Dann Andorel. Die Wunden, die Darmschlinge schließt sich wieder, schiebt sich alles wieder an die richtigen Stellen, wo es hingehört. Aber die Konstitution von diesem spindeldürren Skelett wird trotzdem nicht besser. Ja, also er schaut da auch gar nicht hin. Er ist schon wieder aufgestanden, über den alten kranken Mann da gestiegen, den Bogen wieder von der Schulter und den nächsten Bernsteinpfeil auf, um nächste Runde wieder zu schießen. Nächste Runde? Es gibt keine nächste Runde für Abelmir. What? Okay, ist egal. Er ist ein Schwarzmagier. Gut, dann 2 Runden zielen und Falk. Ja, ich würde jetzt mal probieren, ihn auch irgendwann mal zu treffen. 2 auf Hinter. Daneben. Daneben. Er muss. Ich benutze Schicksalspunkt, ich will auch mal. Ah, du hast ein Schicksal 20. Danke. Du darfst die 18 immer behalten. Wir sind hier nicht bei Warhammer. Gut. Du darfst das bessere Ergebnis behalten. Okay, gut, dann. Ich mach das gleich. So, Falk ist 14. Du willst noch einmal parieren, ne? Ja. Dann Kasim, zieh vor. Oder so. 15, mach du mal. Ich hau erst den einen Pilger. Ja. Wenn der da noch steht, hau ich ihn nochmal. Wenn 5. Der nicht mehr steht, hau ich Orenzian. Minus 5, los. Genau. Gleiches Spiel. Ich mach plus 1 für 3 mehr Schaden. Falk, wie viele Lebenspunkte hast du noch? 21. Ach, das geht ja noch. Dann kann ich jetzt ja. Schlag zu. 12. In den Kopf. Also 24. 24? Okay. Jawohl. Also, ja, muss ich nichts mehr würfeln. Ja. Beschreib die Szene. Ja, Falk, du kannst sehen, wie er zuerst vorher quasi hinter ihm gerannt ist. Ihm einmal so mehr im Laufen, so einen Schnitt irgendwie seitlich am Torso mitgenommen hat. Dann einfach das Eisschwert rumreißt und ihm sauber den Kopf abtrennt.
Es blutet nicht. Die Wunde ist halt direkt gefroren. Einmal. Aktion. Positionsschnitt. Jawohl. Minus 5 in den Rücken von Aurentia. Stoppe ich sie vor und zwei Stiche auf Falk. Das habe ich mir gedacht. Einer trifft. Ja. Warte mal, ich muss erstmal an den Patzer gucken. Kein Patzer, nur die 8, die getroffen hat. Für 1W6 plus 3 wären wieder 8 Trefferpunkte. Wenn ich das dann schaffe. Notiert. Gut, dann darfst du, Kasim. Jawohl. Ist umgewandelt, plus 4, minus 5. Ich mache plus 2 zur Schadensverhöhung. Da bin ich bei plus 1 netto. Würfeln wir 7, das ist erfolgreich. Erkennt die Wahrheit. Ich kann ja mal mehr Schaden befinden. Neun in den Rücken. Streifst an seinem Schildarm. Ja. Okay, Amelie, willst du vorziehen, bevor du stirbst? Ja, natürlich will ich vorziehen. Okay. Du siehst, wie drei Herrschtots auf dich zustürmen mit Peitsche und Schwert. Mein Guardiano gegen Zaubern, gegen Dämonen wirkt immer noch. Ja, ist richtig. Trotzdem stimmt es auf dich zu. Ja, kannst du ja machen. Gut, ich würde eine Aktion und eine Aktion aufheben. Bis, hat sie die vor mir schon gewährt irgendwie? Oder nee, sie kontrolliert die Herrschtots. Also, dann mache ich zwei Schläge auf sie. Zwei Attacken. Ja, das sehen wir halt mal. Mhm. 20, 18, sehr gut. Kein Patzer. Du hast dann Erschwernis drauf, ne? Dann ist gleich ja wieder aus. Okay, Erschwernis. Okay, gut. Also du triffst auf die 18. Dann ist es kein Patzer, einfach nur nicht getroffen, aber dann hast du deine nächste Aktion um 10 Punkte erschwert und das ist, reicht aber. Nee, reicht nicht. Doch, reicht. Du hast du zweimal mit der plus 10 angesagt? Ja. Ja, dann reicht's nicht. Dann triffst du zweimal nicht. Alles klar. Schade. Das finde ich auch. Die Herrschtots stürmen auf dich zu. Die kommen einfach durch den Guardianum durch. Nee, 3 Meter Abstand hast du gesagt. Ja. Ja, dann hacken sie jetzt auf den Guardianum ein. Okay. So. Weil es so nah aussieht, deswegen also kann ich täuschen jetzt optisch. Sind 6 Schläge. Eins, ja, auf den Guardianum trifft sie einfach automatisch, weil der einfach so groß ist. Peitsche, Schwertzug nach vorne sind halt Schildpunkte, die fehlen. Wie hoch ist der Schildpunkte? 10 Schildpunkte. 10. Mhm. Dann verlieren sie. Ich würfel einfach mal exemplarisch. Immer nur einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann verlierst du 6 Schildpunkte von den 10. Ich bin bei 4. Genau. Und über dir tauchen 3 weitere Herrschtots auf, die nächste Kampfrunde da sind. Oh Mann.